Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video. Jenna, hi. Julian, Tag. Matthias, hi. Und ich, der Micha. Ja, und das ist unser viertes und finales Matchup unserer Commander Legenden Sealed Decks. Die haben wir ja aus jeweils 6 Boostern Commander Legenden gebaut. Auf YouTube auch entsprechend auf Trader Online Video euch vorgestellt. Und wir streamen ja immer auf Twitch sonntags ab 14 Uhr Tabletop Magic. Jetzt gerade brandneu mit Commander Format. Ne, und da wollen wir erstmal loslegen, oder? Ja, komm, dann lass uns mal würfeln, wer anfängt. So, was haben wir denn? Ich habe eine 7. Ich habe eine 14. Ich habe eine 1. 14 ist hoch. 14. Stechen. Au. Da. 7. Ah, easy. Easy. Okay, easy. Gut, 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 gut. So, ja, dann lass uns mal kurz die Kommandeure vorlesen. Du bist der Aktive, dann leg du mal los. Was hast du da? Ja, ich spiele 2 Kommandeure, weil ich, weil die beide Partner haben. Das, einer davon ist Kamal, Herz von Krosa, für 8 Mana 5/5. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erhalten Kreaturen, die du kontrollierst, +3/+3 und verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges und für ein farbloses und ein grünes. Bis zum Ende des Zuges wird ein Land deiner Wahl, das du kontrollierst, zu einer 1/1 Elementarwesen-Kreatur mit Wachsamkeit und Zerstörbarkeit und Eile. Es ist immer noch ein Land. Und Amix Filigran-Schmetterer für 3 Mana, 3/2. Und immer wenn er angreift, kann ich eine Karte abwerfen. Wenn ich dies tue, erhält eine Kreatur meiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert, bis zum Ende des Zuges -x/-x, wobei x gleich der Anzahl an Artefakten ist, die ich kontrolliere, plus der Anzahl an Artefaktkarten in meinem Friedhof. Und er ist auch ein Artefakt. Darum. Ja, ich spiele einmal Tierwisch Satt, Verdammnis der Narren, für 4 beliebige und ein schwarzes. Es ist ein Planeswalker, der mit 4 Loyalitätsmarken ins Spiel kommt. Erzeugt für +2/+2/+1 schwarze Truhe Kreaturspielsteine. Für +1 sagt er, ich kann eine andere Kreatur oder einen anderen Planeswalker opfern. Falls ich das tue, ziehe ich 2 Karten und kann dann eine weitere Karte ziehen, falls die geopferte Karte ein Commander war. Und für -10 sagt er, übernimm die Kontrolle über alle Kommandeure, bringe alle Kommandeure aus der Kommandozone unter deiner Kontrolle ins Spiel. Und dann habe ich noch Halana, Waldläuferin aus Kessig, für 3 beliebige und ein grünes. Das ist eine 3/4-Kreatur mit Reichweite. Sagt immer, wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich 2 bezahlen. Wenn ich das tue, fügt die Kreatur einer Kreatur meiner Wahl Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Ja, ich spiele Jared Castellion, wahrer Thronfolger für Rot, Grün, Weiß, ein legendärer Mensch, Krieger für 3/3. Und wenn er ins Spiel kommt, wird ein anderer Spieler zum Monarchen und ich darf in diesem Zug nicht mehr zum Monarch werden. Monarch bedeutet, wenn der Spieler, der Monarch ist, in sein Endsegment geht, darf er eine Karte ziehen. Und wenn ihm aber Schaden zugefügt wird von einer Kreatur, wird der Beherrscher dieser Kreatur zum Monarchen. Und außerdem, wenn ich der Monarch bin und ihm Schaden zugefügt würde, würde ich den verhindern und stattdessen so viele 1/+1 Marken auf ihn legen. Okay, ich habe auch 2 Kommandeure, weil die beide Partner haben. Zum einen Kudama des Ostbaums für 6 Mana, ein 6/6er legendärer Geist mit Reichweite. Und immer wenn eine andere bleibende Karte unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls sie nicht mit dieser Fähigkeit ins Spiel gebracht wurde, kannst du eine bleibende Karte mit gleichen oder niedrigen umgewandelten Mana-Kosten aus deiner Hand ins Spiel bringen. Und für 7 Mana Akroma Exidors Vision, 6/6er legendärer Engel mit fliegend erstes Schlag, Wachsamkeit verursacht Trampelschaden. Und zu Beginn jedes Kampfes erhält jede andere Kreatur, die du kontrollierst, bis zum Ende des Zuges +1/+1, falls sie Flugfähigkeit hat. Das gleiche gilt für Bedrohlichkeit, Eile, Erschlag, Doppelschlag, Fluchsicherheit, Lebensverknüpfung, Reichweite, Schutz, Todesberührung, Unzerstörbarkeit, Wachsamkeit verursacht Trampelschaden und Partner. Ich werde jedes Mal, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja, immer, so, immer schneller. So, ab. Ne? Immer erstmal. Eigentlich nur zu deinem Deck greifen. Ja, ist klar. So, gut, 7 Karten und der erste Mulligan ist for free, wenn uns Jan nicht gefällt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, letztes Mal mit diesen Decks, Leute. Mal gucken, was geht. Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine ganz andere Hand hier. Oh, das ist schwierig. Oh. Hey, kann ich nicht halten. Schade. Ich halte die. Oh. Die war schön, aber so schön nun doch wieder nicht. Ihr haltet? Ja. Mhm. Gut. Schauen wir mal. Gut. Ja, komm. Ich halte jetzt auch.
Ich halte. Gut, dann fange ich an, ziehe eine Karte, ne? Mhm. Zack. Spiele einen Sumpf. Und gebe ab. Okay. Dann kommt bei mir auch ein Sumpf und ich gebe ab. Und dann kommt bei mir kein Sumpf, denn ich habe keine Sümpfe. Aber wenn mir kommt dann immer Fernande Weite, ist quasi auch irgendwo ein Sumpf und ich gebe ab. Okay. Ich zieh mal. Bei mir kommt ein Wald und ich gebe ab. Was ist ein Wald? Dann zieh ich eine Karte. Spiele einen Wald und spiele für zwei Arsenal des Irois. Wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, lege ich an 1 plus 1, man braucht sie ausrüsten. 2. Dann ist schon noch an. Okay. Ich fange schon mal an, tue mir mal ein Startland für meine immer eine verändernde Weite. Mhm. Dann auch bei mir einen Wald und dann gebe ich ab. Jo, dann ziehe ich eine Karte. Dann kommen die Zuschauerränge. Ränge kommen ungetappt ins Spiel, wenn ich 2 oder mehr Gegner kontrolliere. Mhm. Und macht rot oder weiß und dann für 2 Mana ein Schneediamant. Kommt getappt ins Spiel und macht weißes Mana. Okay. Ziehe. Lege einen Turm am Riss, der kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, muss ich ihn opfern, es sei denn, ich bezahle ein beliebiges Mana. Das mache ich und für Tappen nachher erzeugt er mir ein Mana beliebigen Farbe. Du bist dran. Dann habe ich eine Karte. Spiele ein Mana. Und dann für 3 spiele ich Amix Filigran Schmetterer. Muss ich nochmal vorlesen? Natürlich. Okay. 3-2. Und immer wenn er angreift, kann ich eine Karte abwerfen. Wenn ich dies tue, erhält eine Kreatur meiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert. Bis zum Ende des Zuges -x, wobei x gleich der Anzahl an Artefakten ist, die ich kontrolliere, plus der Anzahl an Artefaktkarten in meinem Friedhof. Ihr seid schon wieder umschaut. Das ist jetzt wieder 2. Und dann immer so wegwischen. So. Gib ich auch. Okay. Dann 3 Sphäre des Kommandeurs. Für Tappen erzeuge ich ein Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität meines Commanders und für Opfern ziehe ich eine Karte. Dann gebe ich ab. Dann tappe ich, ziehe eine Karte, spiele ein grünes Mana und spiele dann für 3 Mana meinen Jared Carthelion. Wenn er ins Spiel kommt, wird ein anderer Spieler zum Monarchen. Bitteschön, Jenna. Und ich darf in diesem Zug nicht mehr zum Monarchen werden. Und ja, den Rest kommt später, wenn ich mal Monarch bin. Und für ein rotes, ein impulsiver Langfinger. Wenn er stirbt, erzeuge ich ein Schatzartefakt. Kann ich opfern für Mana beliebiger Farbe. Ist 1-1. Und hat dann nochmal Zugabe 4. Dann wird er für jeden Gegner nochmal ins Spiel kommen und am Ende der Runde geopfert werden. Dann gebe ich meinen Zug ab. Okay. Enttappen, ziehen. Dann kommt bei mir eine Ebene und mal was anderes. Für 3 Mana kommt eine Verzauberung. Versprochenes Morgen. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, schick sie ins Exil. Zu Beginn jedes Endsegments und falls du keine Kreaturen kontrollierst. Lesen, Micha. Lesen. Für 3 Mana kommt ein untergeschlüpfter Elf. Hallo? 1-1. Wenn der untergeschlüpfte Elf ins Spiel kommt, kannst du in der Bibliothek nach einer Standardlandkarte, die suchen sie getappt ins Spiel bringen, dann in deiner Bibliothek. Sympathisch. Ja, sympathisch, ne? Wir brauchen auf jeden Fall einen Schummelmichael als Emote. Ey, komm, du hast vorher auch einen Kreaturen Schummelmichael gesprochen und konntest nicht targeten, ne? So. Ja, aber das habe ich dann zurückgenommen, weil ich es musste. Richtig. Bitte. Und nicht, weil ich es wollte. Ja. So, ich ziehe, spiele einen Sumpf. Einen Sumpf. Mhm. Toll. Ja. Yeah. Jenna! Julian! Hallo! Hi! Ich spiele erstmal für 2 die Dund-Agentin. 2-2. Solange ich einen Artefakt kontrolliere, erhält sie +1/+0 und hat Todesbohrung. Das heißt also 3-2 Todesbohrung. Wow. Und okay. Dann mache ich mal das Arsenal des Irois, packe ich an meinen Amix ran, mhm. Mein Mixer und dann greife ich mal
mit meinem Mixer Jenna an. Für? Da kommt noch eine Marke drauf. Zack. Für 4. Ja, dann nehme ich für Schaden. Vom Commander sogar. Von wem? Wie heißt der? Amix. Ups. Ich? Doch. Das ist schon richtig. So. 4. Dann gehe ich in mein Endsegment und ziehe eine Karte. Zack. Okay. Dann kommt bei mir für 5 ein Silberrückenschamane. 5-4 Trampelschaden. Wenn er stirbt, ziehe ich eine Karte. Dann gebe ich ab. Richtig. Und dann tappe ich. Ziehe eine Karte. Ja, ist gut. Okay. Wow. Was? Dann kommt für 4 Mana bei mir Latiel, der reiche Morgan. Lebensverknüpfung 2-2. Und immer zu Beginn des Endsegments und falls ich in diesem Zug Lebenspunkte dazu erhalten habe, verteile ich bis zu entsprechend viele +1/+1 Marken auf eine beliebige Anzahl an anderen Kreaturen meiner Wahl. Sehr schöne Karte. Ja. Ach, ich hab dich auch in meinem Deck. Ja, darum ja. Und dann gebe ich erstmal meinen Zug wieder ab. Okay. Tappen. Karte ziehen. Finde ich gut. Mehr Mana. Dann kommt erstmal Defense für 5. Kommt ein standhafter Thronwächter. Stärke 2, Widerstandskraft 5. Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, werde ich zum Monarchen. Dann beende ich meinen Zug und weil ich der Monarch bin, ziehe ich eine Karte. Gemein. Dann entzappe ich. Ist ja eine Karte. Spiegelsumpf. Und dann. Ich glaube, ich muss die Kekse holen. Nein. Nee. Dann spiel ich erstmal für 3 den verwunschenen Mantel. Artefaktausrüstung, die ausgerüstete Kreatur hat Wachsamkeit, Eile, Vorsicht, Trampelschaden, Ausrüstung 1. Der ist gut. Das habe ich 3 Artefakte. Ich kann 3 Schaden schießen. Ui! -3, -3. Ja, -3, -3. Ja. Na, der macht das doch. Ne? Musst du den Monarch zurückholen? Lass dich nicht beeinflussen. Ich das machen. Einhorn ist schon doof. Ich habe halt keine Lebensverknüpfung im Deck. Du kannst das Einhorn. Ja, doch, das Einhorn hat Lebensverknüpfung. Ja, aber das muss halt überleben, um das in Effekt auszulösen. Ja, okay. Du kannst das Einhorn töten. Ja, lass mich mal überlegen. Das Einhorn ist halt kacke in meinem Deck. Siehste? Das sagt der nur so. Ich habe halt nichts mit Lebensverknüpfung in meinem Deck. Das Einhorn hat Lebensverknüpfung. Ja, aber das muss bis zum Ende des Zuges überleben, damit ich die Marken verteilen darf. Das heißt, es kann eine Kreatur mit einer Stärke blocken. Ich greife einfach mal mit beiden Kreaturen. Doch. Komm, greif mal deine Schwester an. Greif auch gar nicht an. Geht auch. Schwester angreifen? Nee, ich hatte ja an dich gedacht. Ach so, natürlich. Ja, natürlich, natürlich. Kannst du den gut angreifen? Natürlich, klar. Aber dann bin ich offen. Richtig. Du kannst auch einfach passen. Einfach zack, weiter. So, einfach nur mit dem Artefakt-Ding angreifen. Du hast musst du immer noch deinen Todesberuf. Versuch mal anders zu spielen. Ja, ich greife nochmal mit meinem Commander Papa an. Immer diese Aggro. -3? Muss ja nicht, er muss erstmal eine Karte abwerfen. Eine Karte abwerfen, das zu machen. Ja. 5-4 ist der oder was? Ja. Trampelt aber nicht, ne? Trampelt nicht. Wir können natürlich alle Papa angreifen. Ja, blockt der trampelt noch nicht. Ich hätte natürlich den Mantel drauf machen können, aber. Der Elf wirft sich da vor. Ja. Das ist aber toll vom Elfen. Dann gebe ich ab. Ihr seid schon wieder unscharf.
Das sind sie gar nicht. Ja, aber gerade. Finde ich gefühlt die ganze Zeit so ein bisschen blurry. Mhm. Fällt ihm was mit Einstellungen? Das Autofokus. Vielleicht versucht er immer uns. Jedenfalls, ich schaue mir nachher nach dem Spiel mal die Hinter an. Ich greife mal Papa für 5 an. Was ist hier los? Ja, was ist hier los? Du bist von da nicht geworden, deswegen. Ja, ja. Wir wollen dich alle. Nehme ich die 5? Eigentlich nicht, aber. Okay. Ja, ich bekomme 5 Schaden, Julian. Er bekommt 5 Schaden, Julian. Ja, Papa. Julian, er bekommt 5 Schaden, Julian. Mann, Julian. Ah. Ach, Julian. Und dann für 4 makelloser Magistrat, 2-2, sagt für Tappen, lege auf jeden Elfen, den du kontrollierst, eine plus 1. Lege für jeden Elfen, den du kontrollierst, eine plus 1 Mark auf eine Kreatur deiner Wahl. Hm, und das ist 2-2. Dann gehe ich in mein Endsegment, ziehe Karte. Dann gebe ich ab. Dann wenn irgendwas für uns dabei ist, sag Bescheid, ne? Ich ziehe eine Karte. Spiele einen Forest. Hello Forest. Und dann würde ich doch mal sagen, hallo Jenna, ich würde dich mal mit diesen beiden Kreaturen angreifen wollen. Oh, was Neues. 2-2 und 1-1. Ja, dann für ein grünes, für ein beliebiges, spiele ich mal eine hinterhältige Viper, die ist 2-1 mit Aufblitzen und Todesberührung. Und dann block die mal dein Einhorn. Okay. Und der Makellogis. So ein Magistrat blockt dein Langfinger. Das ist jetzt nicht so nett. Das ist schon ziemlich cool. Okay, dann ist das so. Dann stirbt bei mir beides. Ich kriege einen Schatztoken, den ich bestimmt nicht habe. Hier ist eine Tokenführung bestimmt. Ah, da ist ein Schatz. Gut. Zwei Kreaturen, du hast 2 Kreaturen. Dann mach ich ja. Ja, komm, mach mal. Ich spiele für 4 Mana die Kamisan-Kommandeure. Wenn sie ins Spiel kommen, werde ich zum Monarchen. Was ist denn eigentlich alles passiert? Und 5-2 Trampelschaden. Was ist denn das da? Dann gehe ich mal ins Segment und ziehe eine Karte. Okay, dann will ich auch. Ja, ist cool, ne? Ziehen, so. Lege eine Ebene. Wenn ich da minus minus gebe, was stirbt die dann? Wer? Dein Commander. Ja, klar. Ja? Cool. Okay, ich habe immer noch was zum Blocken. Mhm. Cool. Finde ich das cool? Dann kriegst du da 7. Von mir? Cool. Nein, ich greife nicht. Ehrlich, nein. Ja, doch, du greifst halt schon irgendwie mich an, ne? Habe ich doch gar nicht. Ja, habe ich einmal gemacht, weil ich. Monat, ja. Obwohl dann. Hm. Du hast mich gar nicht angerufen. Doch. Ein. Mal. Nee, diese Runde noch nicht, oder? Hm. 2 Mal angegriffen. Naja, 4. Ja. Für 6 Mana kommt bei mir mal der Kodama des Ostbaums. 6-6 Reichweite. Immer wenn eine andere bleibende Karte unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt und falls sie nicht mit dieser Fähigkeit ins Spiel gebracht wurde, kannst du eine bleibende Karte mit gleichen oder niedrigen umgewandelten Mana-Kosten aus deiner Hand ins Spiel bringen. Und dann bist du dran. Jemand eine Kreatur von Papa weg? Jetzt hab ich 10. Ich hab es nicht angegriffen. Ich hätte Julian angreifen können. Ich hätte auch dich angreifen können. Habe ich aber nicht gemacht. Mit deinem 2-5er? Genau, der Wachsamkeit. Ja. Super. Ja. Und ein 5-4er. Der war getappt. Der 5-4er. Ich hätte ihn angreifen können. Ja, also wirklich getappt. Ich bin jetzt mal ganz friedlich. Jetzt kann ich auf jeden Fall mal die Ausrüstung. Guck mal, was funktioniert. Mangel auf den Amix, oder hat er jetzt auch noch Wachsamkeit, eine und Trampelschaden? Mhm. Cool. Und dann? Und dann? Gute Frage, und dann? Was passiert dann? Was passiert dann? Hm. Dann greifst du Papa an. Das muss er nicht tun. Ja, aber wir wollen, dass dein Kodama weggeht. Ja, aber dann stirbt doch meiner auch. Das ist egal. Der Junge ist alt genug, um seine eigenen Entscheidungen zu treffen. Lass nein, ihn mal. Nein, nein, nein.
Ich will nur das Beste für mich. Ja, du musst auch gar nicht angreifen eventuell. Ach, das ist doch ekelhaft. Finde ich nicht gut. Mhm. Frag mich auch, warte mal. Oh. Hm. Das kann ich eigentlich auch mich auf meine Kreatur spielen, ne? Das wird halt gelobt. Ja. Was machst du denn? Die verzaubert eine Kreatur, die verzaubert eine Kreatur +3/+3 und kann weder dich noch einen Planeswalker, den du kontrollierst, angreifen. Ja, verzaubert eine Kreatur. Kannst ja, du auf ja, alles. Drauf da. Ja, okay. Porn. Das Ding muss irgendwann weggemacht werden. Dann greife ich Matthias an und. Wie groß ist denn die Kreatur jetzt? Und es ist schon mal 6, 5. 9 vorne und. Ja, das plus 3 plus 3? Ja, +3/+3. Oh. Mhm. Und 8 hinten dann. Ja. Dann werfe ich erstmal. Ich habe ja 3 Artefakte. Dann werfe ich mal eine Karte ab, um deinem Commander da -3/-3 zu geben. Und dann kommt der. Jetzt eine 2 drauf. Der wird nicht getoppt beim Angriff. Er hat was am Kart. Und drauf schauen. Und Eile. Ja, dann kriege ich wohl einen neuen Schaden, ne? Ja. Mächtiger Schlag. Commander Damage. Und dann. Bist du erstmal der Monarch? Meinte ich Monarch, genau. Zack. Gib ich ab. Und zieh eine Karte. Mhm. Moment. So. Finde ich schön, ha. Strong. Der ist schön fett. Einmal bei mir kommt ein Befehlsturm. Für Tappen erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität meines Commanders. Ich habe gehört, ihr wollt ihn nicht zerstören. Man muss ja auch erstmal eine Zerstörung auf der Hand haben. Also. 4 ja. Dorn der schwarzen Rose, 1/3 Todesberührung. Wenn sie ins Spiel kommt, werde ich zum Monarchen. Und dann ne? Für Tappen. Ich kontrolliere einen Elfen, das heißt, ich kann eine +1/+1 Marke legen. Lege ich die auf den. Oder ist doch richtig, ne? Mhm. Lege ich die auf den Silberrücken-Schaman. Greife ich Papa für 6 an. Warum? 6/5 ist ja. Lass ich durch. Und dann für 3 noch ein marodierender Fleischsack bei 1. Deshalb. Ja, deshalb. Wenn er ins Spiel kommt, opfert jeder Spieler eine Kreatur. Ich opfer den Fleischsack. Ich opfer den Thronwächter. Ich opfer die Dund-Agentin. Und dann gehe ich mein Insignment zu einer Karte. Die D-Hund-Agentin. Dann topp ich. Ziehe eine Karte. Spiele Mana-Magie. Schaffst du das auch noch? Ja, den brauche ich aber nicht erstmal. Erstmal nicht. Ich würde dann einfach mal für 7 Massenmove spielen. Einen verärgerten Allosaurus spielen. Doch nicht. 6/5 Kaskade verursacht Trampelt, Reichweite verursacht Trampelschaden. Und Kaskade. Mhm. Ja. Dann würde ich mal kaskadieren. Ein Hadana. Waldläuferin aus Kessig. Mhm. Die habe ich noch nie gesehen. Oh. Die darf als Legende ja bei Jenna liegen und bei dir auch, ne? Ja, klar. Mhm. Gut, dann kommen sie rein und dann kommt der Fergatalosaurus auf. Das ist schon mal eine Frage. Ja, das lag ich schon so auf, Karten doppelt. Schade eigentlich. Naja, dann gebe ich jetzt erstmal hier den Zug ab. Hilfe. Okay. Gut. Ich hoffe gleich 3 Doppel. Dann. Trifft. Kommt ein Wald dazu. Habe ich 7 Mana. Die drehe ich mal. Bringe Akoma rein. Seine Kommandeure sind so stark, ne? Triggert den Kodama des Ostbaums. Ich darf eine Kreatur mit
gleichen oder umgeniedelten, umgewandelten Mana-Kost von meiner Hand ins Spiel bringen. Dann bringe ich mal die Dämmerwald, den Dämmerwald-Regenten rein. Der kostet auch 7 Mana. 8-8. Wenn er ins Spiel kommt, werde ich zum Monarchen. Solange ich der Monarch bin, haben bleibende Karten, die ich kontrolliere, Fluchsicherheit. Na ganz toll. Wie soll ich den denn töten? Dann beende ich mal meinen Zug. Weil ich der Monarch bin, ziehe eine Karte. Ziehe eine Karte. Irgendwie Papa besiegen. Muss er gar nicht. Doch. Du bist mir zu stark. Deine Schwester hat nur so einen kleinen 1-3er. Der Todesberührung. Ach, das ist egal. Das ist egal. Ja, genau. Ja, dann hat er alles nicht mehr. Super, toll. Danach wäre er jetzt gleich 10-9. Ihr seid schon wieder unscharf. Das liegt daran, dass du deine Käppi heute nicht trägst. Die Kamera erkennt dich nicht. Das kann sein. Mhm. So wie ist das? Ah, wie will ich das machen? Ich bin am Verzweifeln. Ich will angreifen, aber ich will auch nicht angreifen. Weil dann da ganz viel Blödes rumkommt. Ja, was am Karl. Ja, okay. Jenna möchte ich angreifen, dann ist einer tot. Matthias könnte einen Doppelblock machen, dann wäre er tot. Ja, bei Papa. Daher kannst du sowieso knicken. Aber du würdest was von dem da wegnehmen. Ist so. Du würdest bei jedem was wegnehmen. Das ist kein Argument. Ja, ist so. Aber Papas Kreaturen sind die stärksten gerade. Ja, aber schlachte einfach Matthias weg, dann ist da eine Deckung offen. Dann werde ich aber einen Deal für dich, wenn du denkst, du müsstest mich angreifen. Hätte ich einen Deal für dich. Wenn du mich jetzt nicht angreifst, mache ich dich nächste Runde zum Monarchen. Dann ist der Monarch da weg. Ja, das ist total egal. Und dann haben seine Kreaturen keine Fluchsicherheit. Ja, aber der Monarch war ja sowieso weg. Das ist absolut unwichtig. Der Monarch kriegst du bei dem jetzt erstmal nicht mehr weg. Alles hat von jemand Fluchsicherheit. Das heißt, du kannst deine Fähigkeit auch nicht darauf benutzen. Ja, aber wenn du den spielst, ist ja Monarch sowieso weg. Ja, dann ist der bei dir. Ja, ist gut. Ja, muss ja nicht ist immer ein guter sein. Das machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal machen wir manuellen Fokus, ja. Das ist nur ein Vorschlag, wenn du mich nicht angreifst, gebe ich die nächste Runde dem Monarchen. Das ist ein guter Vorschlag. Ja. Ich kann dir auch sagen, wenn du mich nicht angreifst, dann greife ich nächstes Mal dich nicht an. Ja, das ist auch eine Aussage. Das ist eine Aussage. Hier, nur bestechen an diesem Tisch. Ja, wenn du mich nicht angreifst, ich sage, wenn du mich nicht angreifst, greife ich dich nicht an. Schön, oder? Das ist das Word. Deine sind halt alle 8-8, deine ist halt. Ja, und der fliegt, aber wenn er mich nicht angreift, greife ich ihn auch nicht an. Alles gut zwischen uns. Alles easy. 6. Das Band der Liebe ist stark. Nein, ist es nicht. Du hast es zerstört in Match 1. Nein. Ich will das alles nicht benutzen. Nee, ich. Ja, alles gut. Tipps nehme ich immer gerne hier. Gib ab. Okay. Super. Ja, alles klar. Ich mach nichts. Falsch. Ja, ich blöder Fokus hier. Oder? Ja, du gehst auch in unsere Kamera rein. Entschuldigung. So ein kurzes Ausschnitt von deinem. Von deiner Spolanseite. So. Halana aus. Soll ich dir jetzt nochmal vorlesen? Die Technik muss ich immer verbessern. Ja, natürlich. 3-4 Reichweite. Immer wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann ich 2 bezahlen. Wenn ich das tue, fügt die Kreatur einer Kreatur meiner Wahl Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Und Partner. Dann muss ich mal überlegen. Ich tappe mal den Makelogischen Magistrat und lege eine +1/+1 Marke auf Halana und dann für 4
Gabe der Biotronik, Spontanzauber, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, lege dann eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der bereits mindestens eine +1/+1 Marke liegt. Oh. Da noch eine drauf und dann. Jetzt wird es aber schon härter hier. Ja, so also jetzt Marken irgendwie sind alle viel stronger, ne? Ja. Da macht der 9, 8 auch nicht so viel. Nee. So. Und dann gebe ich aber erstmal ab. Dann enttappen. Karte. Es gibt hier nichts zu lesen. Ja, die Frage ist halt, ob denn jemand weg, ob irgendjemand was von dir wegbekommt, wenn ich dir jetzt den Monarchen wegnehme. Hm. Dann würde ich mal für 5 Mana. Mana? Mein Commander ausspielen. Mhm. Und ja, Julian, ich halte mich natürlich an Deals. Du bist der Monarch. Ja, super. Und jetzt sehen die Akronen gleich angreift. Dann noch für 8. Würde ich, für 3. Ich opfere den Schatz. Und einen untergetüpften Elf zu spielen. Ich darf in der Bibliothek noch nach einer Standardlandkarte durchsuchen und getappt ins Spiel bringen. Mhm. Und dann bin ich soweit fertig. Okay. Warte. Was guckst du denn schon wieder hier so? Du guck mal woanders. Deine Sachen haben keine Fluchtsicherheit mehr. Ja, ist so. Genau, deine Sachen haben keine Fluchtsicherheit mehr. Mhm. Aber was? Ja, Chroma. Nein. Das Ding, was Fluchsicherheit gibt. Hm. Da denke ich mir auch. Ja, komm. Weißt du, ich spiele mal so einen Mord auf deinen 8-8er. Was soll das? Zerstört eine Kreatur. Ja, jetzt kannst du machen. Jetzt darfst du. Nice, Julian. Nice. Großes Teamwork. Ganz toll, Leute. Ganz großes Kino. Dieses Team eben, ja nicht, aber Papa stirbt definitiv zuerst. Ja, genau. Das ist wieder Kreaturen. So typisch. So typisch. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, ja. Mein Commander braucht es irgendwie. Der kommt irgendwie nie raus. Genau, ohne gefühlt davor. Ja, ich spiele mein Pilz. Ich frage mich auch immer, wie der so schnell immer so viel Mana hat. Der schummelt doch. Ja, der schummelt doch. Ja, ja, ja. So. Der hat 40 Level. Dann kommt für 3. Ja. Für 3 kommt ein versprochenes Morgen, da ist es jetzt so. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, schick sie ins Exil. Zu Beginn jedes Endsegments und falls du keine Kreaturen kontrollierst, opfere das versprochene Morgen und bringe alle Karten, die von ihm ins Exil geschickt wurden, unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück. Mhm. Hätte ich gerne, dass die Kreatur danach erst gegangen wäre, aber ja, naja. Nee. Ne? Mhm. Einfach, nee. Gut, dann. Kommt für 4 ein Seraph der Morgenröte. Fliegend Lebensverknüpfung 2/4. Triggert den Kodama des Ostbaums. Ich bringe einen verwunschenen Mantel rein. Die ausgerüstete Kreatur hat Wachsamkeit, Eile und Trampelschaden. Ausrüsten kostet? 1. Ich rüste den Kodama aus. Das ist wieder dreckig, ne? So, der Kodama, der hat jetzt durch Akroma, hat er, weil er hat Reichweite ist +1, Partner ist +1, Wachsamkeit ist +1, Eile ist +1, Trampelschaden ist +1, hat er +5, das heißt, er ist 11/11 Wachsamkeit. Ich kann das auch an den Seraph der Morgenröte machen. Nein, zu spät. Warum? Weil du es jetzt schon ausgerüstet hast. Ja, gut. Schummel mich, Herr, schummelt nicht. Wie stark ist der? 9/8. Angriff. Eingriff. Ja, kommt zu dir. Nur der Kodama? Nur, achso, ja. Der Kodama kommt zu dir. Und Akroma hat ja auch noch. Rede erst zu sagen. Sorry. Kommt auch zu dir. Ah! Kommt beide zu dir. Guck mal, was ist das hier wieder für eine Verschwörung? Ja, du hast mein Kodama richtig ein. Ja. Was haben die? Ich verstehe es nicht. Wir kochen gerade Emotionen
Kino. Luft. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, ich heul schon, ich heul schon. So, Junge. Ja, was machst du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was geht? Ja, komm. Oh, Mann, ich hab Bauchschmerzen wegen dir. Konzentration. Also, wo waren wir? Wie ist ja? Der ist 11-11. Mein hat trampelt. 9 vorne, ne? Schön. Du stirbst, ich guck mal, der Damage. Ach, der, ich block dein Kodama. Über einen natürlichen Austausch spontan, so, aber wenn du das Zuges erhält, eine Kreatur von dir plus 2 plus 0. Wenn diese Kreatur stirbt, bring es unter deiner Kontrolle getappt ins Spiel zurück. Dann ist deiner jetzt die Stadt? 11 vorne. 11-8. Sterben. Die sterben beide, ne? Ja. Also 6-6, Reichweite plus 1, Partner plus 1, Wachsamkeit, Eile, Trampelschaden sind 11. Ja, sterben beide. Und dann geht der Kodama wieder zurück. Oder geht der ins Exil? Kann ich ja wählen, ne? Dann ja. Wähle ich. Wenn ich keine Kreaturen habe. Ich hab, der kostet gleich zweimal mehr. 1, 2, 3, naja, der geht hier hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, der geht hier hin. Kostet gleich zwei mehr. Genau, 6, ne? Und du bekommst von der Chroma 6 Punkte Commander Damage. Ja. Der hatte doch auch Trampelschaden und dann hatte nicht so viel hinten, ne? Ja, stimmt. Dann hatte nur 10 hinten, das hast du. Noch drei, also drei von Kodama und sechs von Akroma. Du, man sieht mich wieder nicht. Du hängst wieder im Bild drin. Ja, Entschuldigung, ich muss ja aber den Stream lesen. Müsst ihr irgendwie einen größeren Monitor stellen. Also besser zu lesen. Oh, warte, was? Ich hab noch nicht verstanden, was der Auslöser dafür war. Ich guck nur, verbannt oder auf einmal? Ich bin ganz rot im Gesicht. Du bist, ich bin der Monarch. Das heißt, ich beende meinen Zug und ziehe eine Karte. Das ist sowieso Rache, ey. Zug. Du musst mich nicht angreifen, Junge. Das ist ja eine Karte. Ah. Ich bin Land. Machen wir Friede jetzt hier. Friede. 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 Eierkuchen, echt, ey. Nein, nein, nein. Verzauberung von Flossenclan-Flüchtlinge 7-4. König von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger geblockt werden. 7-4. Ja, dann mache ich auch mal so den Mantel da drauf. Noch Wachsamkeit, Eil und Trommelschaden. Der Mantel ist mega stark. Kannst du Papa angreifen? Ich kann er auch lassen, damit jetzt mal Ruhe einkehrt jetzt hier. Das sollte Ruhe einkehren, nicht gerade. Der hat Wachsamkeit. Ja. Keine Engel nicht. Kannst du mit Akroma blocken? Ja. Akroma will dann sterben. Warum? Weil ich von Kreatur mit 6 weniger. Ich find's toll. Wie war das gerade mit Schummel, Julian? Schummel! Ich greif nicht an. Wieso, was ist denn jetzt? Ne, ich greif mich an. Ist egal. Wieso? Muss. Nee, interessiert euch nicht. Lass mich die Karte nochmal lesen. Ich gebe ab. Alles gut. Zugabe hat der auch noch. Ja, okay. Alles von Kreatur mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Ja, okay. Ich hab nie angegriffen. Du Schummel, Julian. Ich hab nie darauf. Wie der auf die Idee anzugreifen. Also bin ich jetzt dran? Ja. Das war der krumme Erstschlag. Ja, richtig. Okay. Gut.
Wir laden das Video noch auf YouTube hoch, also die Emotionen sind da noch, die sind nur weil für die Ewigkeit erhalten. Als das angefangen war, echt das eine, aber das ist das Lustige bei Monika. Ich habe das gesagt und dann hast du richtig angefangen zu lachen, dann hast du wegen deinem Lachfleisch hast du mich auch angesteckt. Ja. Man sieht dich echt selten lachen. Wieso der kaputt war? Ich habe aber auch bei den Kindern hast du nicht viel zu lachen. Wow. Aber so richtig lachen mit Heulen so lange nicht mehr. Ja. Sonst immer nur Heulen ohne Lachen. Ja. Für 5 und 2 weitere Moderbestie. 3 mit Trampelschaden und sagt immer, wenn ein Artefakt aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird, erhält sie +2/+0. Ich habe 2 zusätzlich bezahlt für meine Halana, sagt immer, wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du 2 zusätzlich bezahlen. Wenn du dies tust, fügt die Kreatur einer Kreatur deiner Wahl Schadenspunkte in Höhe ihrer Stärke zu. Dann würde ich gerne, dass meine Moderbestie einmal Matthias Dino 5 Schaden zufügt. Tut mir leid. Tut dir gar nicht leid. Ich weiß nicht warum, aber ja. Ja, dann ist du jetzt weg. Ja, und? Ja, darum. Na, kannst du jetzt immer noch Papa angreifen. Nee, kannst du nicht kann auch Matthias angreifen oder gar nicht angreifen oder Majulin angreifen. Ja, du legst einfach mit deinem Elfen deine Mache auf deinen Schaman an oder greifst du Papa an. Ich mach ihn fertig. Er hat's nicht anders verdient. Hör nicht auf die Stimmen. Hör nicht auf die Stimmen. Töte ihn. Mach ihn richtig fertig. Haben wir nicht gesagt, es wird nicht mehr geteamt? Nee, aber ich gebe erstmal ab. Nein. Nee. Was ist denn? Nein. Nichts ist. Tut mir leid, dass ich die Dino weggemacht habe. Bitte sei nicht sauer. Ich spiele Nevrina, das Wunderschall. Für einen Mana zerstöre ich alle Kreaturen, Verzauberungen und Artefakte. Also wait, wir sind Wolfrudel. Oh Gott, bitte hör auf. Dann gebe ich ab. Der Hund nebenan hört auch, ne? Kann man schon mal. 1, 2, 3. Oh! Jetzt hört der Hund. Ja, mein Hund nebenan. Komm, wir machen nochmal ganz kurz. Aber wie macht das Wolfrudel, Matthias? Weiß ich nicht, wie macht das denn? Oh! Es gibt immer ein Echo hier. Vom Nachbarhund. So, reicht jetzt. Okay, okay. Du hattest abgegeben, ne? Ich hatte abgegeben, ja. Okay, gut, dann. So, ich zieh mal. Zack. Mhm. Wenn du so weit reinkommst, denkst du ja immer so, direkt wieder raus. Rein und raus. Mhm. Reinkomm. Kann jemand das Artefakt zerstören? Bitte. Kann jemand das Artefakt zünden? Ja, weil Jenna ist halt da. Das ist jede Runde darf sich Marken verteilen, darf Schaden schießen. Ich bring mal ja, ist auch unfair. Meinen Kodama wieder rein. Das ist auch unfair. Okay. Diesen Zug verstehe ich nicht, aber mach was du willst. Ja, ich habe einfach ein bisschen Verteidigung so, weißt du? Die dann gleich zerstört. Das ist, kann passen. Ja ruhig passieren, aber ich weiß ja, was für Schweinereien ihr hier macht. Ihr müsst ja mich ein bisschen schützen vor euch. So, haben wir irgendwo Fliegerblocker? Jenna, ja. kannst du Flieger blocken? Ja. Jenna kann Flieger blocken. Julian kann keine Flieger blocken? Kann der Flieger blocken? Auch weil er... Nein, kann er nicht. Kann er nicht, okay. Dann greift der Seraph. Morgenröte Julian an, dann komme ich 2 Lebenspunkte. Wieso? Ein unnötiger Move, ne? Wieso? Ich bekomme 2 Lebenspunkte. Ja, pff. Gib sie mir. Los. Zack, zack. Ja, genau. Ja, er hat 2 Lebenspunkte. Ja. Ja, genau. So. Dann beende ich meinen Zug. Ja. Und ziehe eine Karte. Muss das. Ist der noch was? Ja. Nein, sag. Stimmt. Ne? Ja, ach so, er macht mehr Schaden. Ja, nee, verpasst. Verkackt. Verpasst. Der Schummel Micha würde jetzt sagen, ja warte, ja, dann heißt sie ja, das ist doch, aber den Schaden hält sie doch. Kannst du nicht vergessen. Kann ich nicht vergessen, ach, ja, wollte ich schon gerade sagen. Das heißt, sie macht noch 2 Schadenpunkte mehr. Ja, genau. Durch die Akroma-Fähigkeit. Ja. Danke für den Hinweis, Jenna. Machst du wieder. Ja, so. Das ist einfach.
Ich warte einfach darauf, dass Matthias seine Disc findet. Mhm. Und das tue ich nächste Runde, weil... die ein viel zu starkes Board haben. Okay. Also gehst du Ende deines Zuges, tapp ich den und lege eine +1/+1 Marke auf die Moda-Bestie. Die überrenne ich sonst gleich einfach auch noch. Hm? Ne. Ich hab jetzt mit dir gesprochen. Artefakt, Kreaturen und Verzauberungen. Ich hab über dich gesprochen. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, ob Matthias die Disc gleich wirklich zündet. Komm, spiel noch all deine Karten aus, dann. Nee. Das ist noch cooler. Ich kann mal einen Turm am Riss spielen, kommt getappt ins Spiel. Ich muss eins bezahlen oder ich muss ihn opfern und erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe. Wow. Und dann? Wie viel Commander Damage habe ich eigentlich schon? 600 Chroma, 3 von dem anderen Viech. Kodama. Kodama. Ich habe am meisten von deinem. Oh, tut mir leid. Also Jenna ist dran, ne? Ja, die Jenna hat noch am meisten Leben. Jenna überlegt. Du könntest nicht so machen, dass wenn ich Tabas Akroa zerstöre, dass du die Liste nicht so ohne nicht zündest? Schlechter Deal. Geh mal keinen Deal mit dir, aber mach, was du für richtig hältst. Vielleicht überzeugst du mich dann mit deinem nächsten Board-State. Ich will das jetzt nicht machen, dann... Matthias hat auch einfach kaum Verteidigung. 3-3er, 3-3er, 3-4er, 1-1. Ja, du bist also schon sehr mächtig da, ja. Du könntest zum Beispiel mal einfach... Nein! Aber noch 33, ne? Ja. Ah, guck direkt auf mich! Ey, wieso? Wieso attackierst du immer mich? Nein. Ich attackiere dich doch gar nicht. Du attackierst mich ständig. Wenn du Akroma zerstörst, geht die ins Exil und kommt mit der Scheibe wieder. Wer kommt wieder? Er hat gesagt, wenn sie jetzt Akroma zerstört und ich die Disc gleich zünde, kommt Akroma einfach wieder. Wieso? Wegen deinem. Zu Beginn des Endsegments und falls du keine Kreaturen sind, musst du es jedes Spielers, oder? Zu Beginn jedes Endsegments und falls du keine Kreatur konntest, opfere das versprochene Morgen und bringe alle Karten zurück. Wenn du die zerstörst, wird die auch zerstört. Einfach Kreatur stimmt, und Verzauberung. Das Ding wird auch zerstört. Ja klar, dann kriegt er die Kreatur nicht wieder. Ich krieg die Kreatur nicht zurück. Okay. Funkenernte auf deiner Chroma. Ich zerstöre sie dir. Dann kann ich wählen, wo sie hin soll, ne? Wenn ich keine Kreaturen kontrolliere. Ey, was hat der? Ich weiß nicht, was der hat. Die kostet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, wir hätten noch mehr brauchen, 9 und dann kommt die Disc auch noch. Wenn ich sie ins Exil schicke und dann geht die Verzauberung kaputt. Dann bleibt der Chroma im Exil. Bleibt der Chroma im Exil. Dann geht sie mal in die Kommandozone zurück. Ach Mann. Und ich gebe noch mal eine 2. Ja. Okay. Dann tappe ich mal den makellosen Magistrat, lege eine Marke auf Halana und greife dann Papa an. Halalana. Mit den dreien. Wie groß sind die? Der ist 7,6, sie ist 6,7 und der ist 6,4. Unglaublich, ne? Könnten also alle in dein Kodama töten. Finde ich cool. Finde ich cool. Sympathisch. Ja. Sympathisch. Bin ich nicht nett? Ja. Deswegen wollen wir die Disc auch gleich nicht zünden. Ja, ich block den 7-6er. Den? Ja. Okay. Dann stirbt der und ich ziehe eine Karte. Und er geht auch zurück in die Kommandozone. Kriegst du noch 12 Schaden, ne? Commander Damage bekomme ich 6 Commander Schaden. 6 Commander Schaden von wie die Aggro immer auf mich geht, ey. Ja, weil du auch immer am meisten Aggro machst. Gar nicht wahr. Natürlich. Ich habe zwischenzeitlich mal gar nicht angegriffen. Ja, aber du hast die stärksten Kreaturen. Ja, aber du hast dann 6-6er, 6-6er und 8-8er, die, wenn die angreifen, noch stärker werden. 11-11.
Da legen sie alle. Was ist denn da? Was ist denn da? Was liegt die denn Disc da? Die Disc ist bereit. Ja, zünd sie mal. Ui. Ja, zünd sie. Warum ist mein Deck? Hau drauf. Nee, erst zünden, wenn Papa seine Kumana wieder aufgespielt hat. Nee, ich find's auch okay, wenn du sie jetzt schon zündest. Ja, das wäre natürlich ganz schlechtes. Einfach Jenna angreifen, Disc zünden dann. Obwohl, wir einfach warten, bis wir was gleich spielen und dann das können. Kannst du ja warten, wenn du willst. Ja, wenn dann jetzt nochmal Papa angreifen. Ja, wenn dann, er muss jetzt Papa angreifen. Du hast den Monarchen bekommen. Ah. Ups. Darf ich die Karte dann jetzt noch nachziehen, oder? Ja. Trigger vergessen! Ich greife Jenna an. Super, alles richtig gemacht. Auch mit so ein bisschen. Dann blockt mein Dorn der schwarzen Rose dein Commander. Das ist fair. Ich werde zum Monarchen. Ich krieg einen Schaden. Mach mal bitte. Uff. Das ist okay. Dann gebe ich meinen Zug ab. Ich ziehe eine Karte, weil ich der Monarch bin. Land. Und dann. Matthias, der Seraph der Morgenröte, greif dich mal an. Okay. Lass ihn mal durch. Warum sollte ich? Weil. Ich bin immer noch ein Kippe. Ja, weil du es kannst. Weil ich dann Monarch werde. Aha! Okay! Hier ist kein Team. Ich glaube, ich kipp den vorher noch. Ist halt egal, ich block halt trotzdem. Ich kann auch mehr machen, warte mal. Nee, mach's mal anders, stopp mal. Ich greif, der kommt gleich. Ich gehe meine Kamera so, nein, doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Was kommt denn jetzt? Silberrücken-Schamane. Den habe ich noch nie gesehen. Döner. Wird equipped. Hat ja eigentlich Eile. Dann kommt für 2 noch ein gefährlicher Mühe. Wenn er stirbt, fügt er einem Ziel meiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. 1-1 ist der. Und jetzt kommt der Seraph der Morgenröte zu dem Matthias. Und der Silberrücken-Schamane kommt nämlich zu Jenna. Klingt fair, dann blocke ich mit meiner Halane deinen Flieger. Schaden. Bekomme ich 2 Lebenspunkte? Irgendwie verstehe ich das im Move nicht. Und Jenna bekommt 5 Schaden. Und wie viel ist Jenna? Jenna ist auf 30. Okay. Und dann gebe ich ab. Das kann ich Kamal spielen. Will ich aber nicht. Doch, und dann kommst du Papa an. Wieso? Ja. Weil du als erstes kriegst. Um richtig drauf zu hauen, weißt du? Ja. Aber der hat ja immer noch so eine Dizzy-Disc. Dizzy-Disc? Dizzy-Disc. Die Disc immer richtig, ja? Oh. Verstanden. Ja, ist gut, warum? Wortspiel. Wow. Dann. 23 Leben ist er nur noch. ja, witzig. Mhm. Mach mal schneller. Ich glaube, ich bin einfach nur für 16. Lumen, Grit, Gargoyle, 4-4 fliegend. Ja, das ist schon mal nicht schlecht, ne? So einen 4-4 Flieger zu droppen. Dann für 2 Mana mache ich mal die Ausrüstung auf
für meinen 7-4er. Zack. Mhm. Wenn ich angreife, kann ich eine 1 bis 1 Mark auf sie nehmen. Und dann ja, greife ich einfach mal an. Greif Matthias an, dann zündet der Disk. Ja, ich greife mal Matthias an. Ja, block ich. Ja, dann... Ach, der trampelt. Ja, der trampelt. Hast du noch eine Marke auf ihn gelegt? Nein, noch nicht. Kommt jetzt. Das sind 8, ne? Das sind 8 Schaden, ja. Wird noch 4 drüber trampeln. Tu's. Zündet er die Disk? Ne, ich block erstmal. Okay. Dann kriegst du noch 4. Na, dann block ich und dann zünd ich die Disk. Okay. Vor Schaden. Dann den Schnee, die Mannpelze. Den Schnee, die. Achso, der geht ja durch die Disk. Ja, um eine Karte zu ziehen. Gut, bei mir, weil mein versprochenes Morgen kann mir nicht helfen. Wenn der Mühe stirbt, fügt er einem Ziel meiner Wahl 2 Schadenspunkte zu. Julian. Das ist so doof, ne? Julian. Du hast keine anderen Hobbys, ne? Das ist mit 2 Punkten Schaden ins Gesicht, komm, Junge. So. Dreckig. Ja, ja. So, das muss dann alles leider gehen hier. Schade, schade. Ich sag nichts mehr. Schade, so. Schade, 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 schade. Das brennt sich ja mal wieder schön frei aus. Mhm. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 bei mir ein phyrexianischer Wüterich. 2-2, wenn er ins Spiel kommt, ziehe ich eine Karte und verliere ein Leben. Ich verliere ein Leben. Meistens nimmt Matthias. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Danach kommt ja noch. Ach so, sorry, warte. Jetzt habe ich den Friedhof gelegt. Ja, jetzt habe ich den Friedhof gelegt. Oder kann ich... Ja, mein Commander. Der kommt automatisch in die Kommandozone. Nein, das ist eine freiwillige Entscheidung, wo der hingeht. Aber es ist jetzt eure Sache, ob sie den Commander jetzt trotzdem in die Kommandozone legen darf. Schummelt Jenna etwa den Commander jetzt in die Kommandozone? Ja, nein, dann lass ihn da drin. Sie hat ihn ja aus Versehen, ist wahrscheinlich da reingepackt. Ja, leg ihn in die Kommandozone. Ja, okay. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann leg ich ihn zurück in die Kommandozone. Ich spiele ja Casual Magic hier. Soll ich meine Halala jetzt auch drin? Nein, ist nicht der Commander. Ja. Und dann kommt bei mir 5-mal. Mein Planeswalker, tierisch Sand, Verdammnis der Narren ins Spiel, mit 4 Loyalitätsmarken. Ich mach mal plus 2, erzeug mir dadurch 2 0-1er Kreaturspielsteine. So, und jetzt müssen wir irgendwie den Planeswalker wegmachen. Mhm. Und dann kommt noch eine amorphe Axt. Ist eine Ausrüstung, gibt einer Kreatur plus 3 plus 0 und die Kreatur hat alle Kreaturentypen. Ausrüsten kostet 3. Dann gebe ich ab. Jenna, ich fühl's nicht. Ich spiele für 7 Mana eine Seele der Ewigkeit. Oh. Die Stärke und Widerstandskraft der Seele sind gleich der Lebenspunkteanzahl von mir. 31. Na toll. Voll der 31er. Ihr musstet ja mal sich meine Disc zünden. Ich wollte warten, bis ich die Disc zünden kann und den dann nächste Runde mit Zugabe aus dem Friedhof spielen kann und euch dann alle gleichzeitig töten. Aber nein, ihr wolltet nicht. 31 habe ich. Stimmt, hätte so geklappt, ne? Ja. Wie hast du denn den Friedhof gekriegt? Ich wollte ihn eigentlich noch vor, bevor ich die Disc zünde, jetzt eigentlich wollte ich ihn ausspielen. Mhm. Und dann. Ich habe euch alle gerettet. Danke, Julian. Danke. Na, mal abwarten. Außer Papa wahrscheinlich. Papa geht wahrscheinlich jetzt als erstes. Ich gebe da mal ab und ich ziehe eine Karte, weil ich da monarch bin. Finde ich cool. Böse Karte. Sehr böse Karte. Wollen wir jetzt Papa nicht als erstes fertig machen? Nein, wollen wir nicht. Ja. Wir haben andere Bedrohungen. Ich bin jetzt momentan gerade da. Da, ja, verständlich. Okay. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hier muss ich mit 9 sprechen, ja, wenn sie wiederkommt. Papa ist adoptiert. So wie mich als schön behandelt, könnte man denken, er ist adoptiert. Nicht Papa ist adoptiert, sondern ich. Ach, das habe ich schon verstanden, ey. Ja, da liegt eine Bedrohung, Leute. Wo jetzt? Hier oder hier? Das ja, Ding, beides. Das Ding trampelt nicht, das ist keine Bedrohung. Naja. Das ist eine Bedrohung, wenn sie im Friedhof ist. Mich hat sie noch eine Karte vom Gorilla. Ja, pff, nö. Mich hat sie noch eine Karte vom Gorilla, nein, genau! Nein, halt, stopp! Jetzt nicht. Sie durfte ihre Kreatur wiederholen. Ich habe gefragt. Du hast mich gefragt. Ja. Darf ich noch eine Karte ziehen? Nein. Vom Gorilla? Warum nicht? Das ist ein bisschen lange her. Ist so. Ist vergessen.
steht denn da drauf? Wenn der stirbt, ziehe eine Karte. Dann muss ich die ja sogar ziehen. Nein. Nein, musst du nicht. Klar. Nein. Ja, das ist nicht optional, wenn der stirbt, muss ich eine Karte ziehen. Das Team entscheidet dagegen. Ja? Ja, jetzt müsste man überlegen, was alles bis dahin passiert ist und das... Ja, das ich war sowieso ausgeknappt. Mir ist egal. Dann zieh ich dir mal eine Karte. Ja, das ist bei ihm das egal. Das ist uns egal. Du übergehst uns einfach. Das ist halt nur mal. Ey, der ist so scheiße, Commander. Ne? Schummelt. So, nein, nein, mach keinen Spaß. Ganz gescheit. So. Der fiebst er dich aus, ey. So, jetzt ist sowieso gleich hier Schluss. Ja, für das dich. Das ist einfach so heftig. Ja, deswegen. Matthias, kannst du nicht bitte einmal Papa atmen, bevor du Jenna fertig machst? Ich könnte ihm vielleicht Schutz vor Schwarz geben und einfach bei dir nochmal durchrennen. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mana habe ich. Kannst erst Papa töten? Wieso hat er auch schon wieder 10 Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da kommt Kodama des Ostbauens wieder. Zack. Also. Für 10. 10 bezahlen wir, um Kodama zu spielen. Ja, so ist es. Okay, ja, und das war's dann, ne? Ja, dann entschaffe ich mal hier eine Karte. Baby! Offizielle Judge Ruling, ich darf die Karte ziehen. Bam! Mir egal. Ja, ja. Vergiss nicht einfach deine Trigger die ganze, Zeit. Ja, 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 ja. Entschuldigung, es passiert gerade viel, was? Ich war emotional sehr beeinträchtigt gerade. Warum? Nicht mal dein Zug. Ja. Oh, 5, 5, 5, 6. Den Rakshaya in niedriger. 6, 6. Immer wenn er angreift, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus dem Friedhof des verteidigten Spielers oder einer Krotronne spielt Zugang für 8. Ich hab's nicht ganz verstanden. Muss. Okay, verstanden. Ah, gut. Ja, dann sind wir ja. Habe ich gesagt, dass ich abgebe? Nee. Ja. Hast du mir falsch verstanden? Okay. Ich spiele mein Foltergelübde auf die Seele der Ewigkeit. Krieg +2/+2, hat Bedrohlichkeit und kann mich und keinen Planeswalker, den ich kontrolliere, angreifen. Doch, ich kann nächste Runde jemanden töten. Ja. Das ist aber nicht. Nee, nicht mich. Okay. 2, 3, 4, 5. Obwohl ich meine, lieber meine Kreatur, bevor sechs. Ich dann sterbe. Für 6 spiele ich dann Halana auch nochmal aus. Halana. So jetzt. Ernsthaft, Leute. Professionell, Papa. Ja, genau. Token. Und dann gebe ich ab. Das war hier. Matthias tötet euch gleich. Gefährlich, ja, ja. Ja, du kannst mich nicht angreifen, was Bedrohlichkeit. Ich hab Reichweite, du hast keine Reichweite, Badge. Hä? Der hat Bedrohlichkeit. Der hat Bedrohlichkeit. Ich hab doch nur gesagt, ich hab Reichweite. Ja. Soll dir das jetzt bringen? Ich spiel mal für 4 einen Sisseis Ring, kann ich mir 2 farblose Mana mitmachen. Dann spiele ich mal für. Er sollte wenigstens würfeln. 1. Nein, natürlich. Er geht aber auf dich. Nein, er würfelt. Nein. 3 Mana. Ganz klar geht er auf dich. Ein farbloses Floating, spiele ich einen elfischen Visionär. Mhm. Darf ich eine Karte ziehen, wenn der ins Spiel kommt? Ich bin gerade nicht so schlimm. Spiele ein Land for Turn. Und spiele mit dem einen Float Mana und dem einen Mana aus dem hier ein Arsenal aus Irios. Und noch für 2 Mana einen Spitzenfechter mit Doppelschlag. Mhm. Oh, liegt auch ganz schön viel. Und dann? Ich hab sonst was für Papa jetzt steht das da. Warum hast du nicht den Planeswalker weggemacht jetzt? Wo soll ich den wegmachen? Der kann doch nicht mal schnell angreifen. Ja, unglaublich. Mit dem 31. Aber das einzig Gute ist, wenn ich euch beide weg habe. Dann? Ist mein Commander kriege, ist mir halt scheißegal. Dann werde ich halt zum Monarchen. Schweigen. Mhm. Das Schweigen. Ich habe die ultimative Karte darauf gespielt, ey. Das Schweigen. Töte mich ja.
Lies den gezinkten Würfel. Ich guck da unten auf den Zettel mit dem Commander Damage und sehe, dass ich von Julian ganz viel Schaden bekommen den habe. Den spiel ja nicht mehr. Ich greife dich für 33. Nee, greif den an. Der kommt bitte. Bam! Nächste Runde kannst du mich töten. Aber erst ihn. Bitte. Versprochen. Er hat schon den Angriff deklariert, Junge. So ist das. Ach, und das kann er nicht zurücknehmen? Nein. Das ist hier auch nicht zurücknehmen, ne? Nein, das ist einfach so Magic, ne? Der Angriff ist deklariert. Du da machst aber nur 3 Schaden. Du weißt, dass ich dich doch gerne töte, oder? Ne. Ja, du. Es war schön mit dir. Wie viel hat er denn noch? Der Junge hat auch 25 Lebenspunkte. Ja, 25. Du kannst nicht blocken? Ja. Oh. Ja, du könntest auch nicht blocken. Ich könnte auch nicht blocken. Ich wäre genauso tot. Kein Plan. Dann 32 Schaden. So, endlich. Das ist gemein. Tut mir leid. Ich hab noch so schöne Karten. Tut dir gar nicht leid. Ich hab Sockkammer, Wille und genau so, deswegen. Solche Schweinereien. Ich wusste, dass ich nicht. Warum hast du hier nicht gespielt? Ach, das ist ja nicht so Mana. Ach, Digga, kostet 9 Mana. Ja. Nur eins gefehlt. Hey, Digga, Alter. Mashallah, das. Guck mal hier. Ja, nur Value. Na, 5 Runden. Okay, ja, ich gehe mein Endsegment und ziehe eine Karte. Okay. Ich hasse Papa. Abgrundtief. Ja, ja. Schäm dich. Bei mir mitmachen? Meine Güte. Willst du mit meinem Team sein? So. Du solltest jetzt mal ganz still sein. Oh, du bist ein bisschen aufgebracht. Da kommen die Emotionen. Da kommen die Emotionen, Leute. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ich geh jetzt einfach echt. So. Ja, ich muss irgendwie wenigstens blocken können, ne? Keine Ahnung. Ja, ich bring mal Akroma rein hier. Die kostet 9. Na, guck mal, was macht die da? Zack. 9 zum Freuen. Da ist Akroma. Zack. So, jetzt kann ich Julian gar nicht mehr angreifen, weil er schon weg ist, ne? Dann bin ich mal fertig. Okay. Das wäre jetzt echt doof, wenn Jenna eine von den beiden tötet, ne? Ja, wie lässt du erst so raus beim zweiten Game, ne? Ja, okay, ich halt so einfach, ne? Okay, ich erzähl mich, oder? Ich mach mal nur plus 1. Sag, ich kann eine andere Kreatur. Du hast keinen Grund, sitzen zu bleiben. Opfer ich hier einen Spielstein und kann dadurch 2 Karten ziehen. Du kannst hier einen Keks essen. Nö. Ich möchte aber keine Kekse. Komm, ist ein Trostkeks. Ist doch vergiftet. Und dann. Nee. Für 1 ein Universallösungsmittel für 7 Tappen und Opfern zerstöre ich eine bleibende Karte meiner Wahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, so Matthias, wir sind ja Freunde. Ich esse in-game. Und deswegen zerstöre ich jetzt die Akroma. Mann! Boah, die werden immer so kaputt gemacht hier. Boah. Du hast doch nichts anderes verdient, echt. Nee, die kommt auf die 4. Die so, Gadusch. Ja, da kommt hier direkt der Hass. Dann kommt bei mir noch ein Land. Zorn führt zu Hass und Hass führt zur Dunkelseite der Macht. Ja, wir achten auf den Fokus hier. Die Halana auch noch. Plus 3, plus 0 und hat alle Kreaturentypen. Das macht jetzt so aus. Aber dann gebe ich erstmal ab. Was mache ich hier jetzt eigentlich noch? Ja, man geht da nicht einfach weg. So. Du kannst mir helfen, guck mal, was ich gerade... Du kannst dir helfen. Du bist einfach dabei. Ja, du kannst... Friedhof machen. Ah. Nee, das will ich gar nicht machen. So, nee. Ja komm, töte mich, da kann ich einen Cookie essen. Jetzt hast du wirklich sterben, ich hätte dich jetzt nicht getötet. Echt jetzt? Ich fummel ja hier nur so rum. Wieso? Weil ich noch ein... Wieso willst du das nicht machen? Verstehe ich das nicht? Ja. Für 3 Mana spiele ich mal die Küstenmarodeure aus. Warte was. Nein. Hä? Kriegen plus 0, 1 plus 0 für jeden, das Land, das der verteidigende Spieler kontrolliert. Also bei mir ist einfach so, Julian ist raus, ich bin zufrieden. Ich kann jetzt von mir aus glücklich sterben. Für 2 Mana rüste ich das Arsenal von Erios aus an dem Spitzenfechter. Das denke ich mir auch. Immer wenigstens Papa muss raus sein. Vor mir. Und dann ist gut, ne? Ja, dann ist gut. Dann ist gut. Dann kann ich auch direkt frechen. Gut, ja, ja. Dann greifen die... Matthias, du hast echt...
Ja, ich weiß. Scheiße gebaut. Nein, ich bin da ganz gut, aber die Spitzenfechter greifen an, kriegen eine Marke und greifen dann Planeswalker an. Genau. Ich bin wieder ernst. Lauf aus der Technik in der Liga. Ja. Wäre schön. Wäre schön. Und dann noch für 5 ein Hauptmann der Truppe. Kommt mit einer plus 1 plus 1 Marke für jeden, für jede Kreatur, die ich kontrolliere, rein. Also für jede andere kriege ich also 4 Marken. Mhm. Und dann dein Zug. Okay, hey, guck mal. Weil Julian weiß ich, dass der nicht mein Freund geworden wäre, weil der zu sehr an seiner Schwester hängt. Das hieß ja schon die ganze Zeit. Nee, stimmt auch gar nicht. Und ich glaube, Michael kann auch sehen, dass wir vielleicht noch zusammenarbeiten können. Vielleicht. Du hast ihn nicht jetzt getötet. Warum sollte ich? So, Darum. Was kannst du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sonnenstrahl, Seras Erzengel kommt rein. 6, 4, fliegend, tappe eine andere ungetappte fliegende Kreatur, die du kontrollierst. Sonnenstrahl, Seras Erzengel hält bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe, die du bestimmst. Kodama triggert und bringt rein. Und Matthias. Was den Wildherzbeschwörer. Ein Elf-Schamane, Stärke 4, Widerstandskraft 3. Für 8 Mana eine Kreatur deiner Wahl, der hat plus 5 für 5. Und wo sagt Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Und dann kommt noch. Eine ungetappte fliegende Kreatur, okay. Habe ich keine. Muss ja eine andere sein. Dann kommt für 2 noch ein Moosdiamant. Für grünes Mana, aber der kommt getappt ins Spiel. Ja, und dann. Die liegen da alle und sind scharf, ne? Bei dir, das, dein Commander ist alles in-game, ne? Ja. Da kann ich sowieso nicht mehr so viel machen. So nach dem Motto, das müsst ihr schon unter euch irgendwie austragen. Da. Bist du dran? Wie viele Flieger hast du denn, Jenna? Kein. Okay, aber du hast eine Reichweite da einmal, ne? Matthias ist echt ein fieser Puppenspieler, wer euch alle gegeneinander ausspielt. Ja. Yeah. Als wärt ihr Marionetten. Der Puppenspieler. Was? Greif ihn an, ich greife ihn nicht an, Jenna. Mach ihn einfach fertig. Ich hab dich gerade am Leben gelassen. Ja, okay, okay, Papa. Nee. Das ist doof. Es hilft auch gar nicht, wenn ich ihm was sage. Es ist ganz egal, was ich sage. Es hilft sowieso nicht. Ups. Wieso haben die alle Zugabe? Die Meinungen stehen fest. Das ist das Zugabedeck. Zugabe ist eine doofe Fähigkeit. Die Multiplayer ist die total Hammer. Nein, ist sie nicht. Plus, zeig mir hier 2 weitere. 0-1er. Ich bin sauer. Komm, hol die Keksdose raus. Nein! Nein, es gibt jetzt hier keine Kekse. Sag mal. Keine Kekse? Nein, keine Kekse. Das nennt sich Stalling hier. Das ist ja. Jenna tut etwas. Also, Jenna ist dran. Zeig ihnen, dass du es kannst, Spiel Jenna. Los, Jenna, zeig es ihnen. Du kannst das. 4-3 Bedrohlichkeit. Wenn ihr ins Spiel kommt, kann ich eine Nicht-Elf-Kreatur meiner Wahl, deren Stärke und Widerstandskraft ungleich sind, zerstören. Besiege ihn mit der Kraft von Sailor Moon. Die haben zu. Der Engel. Was ist mit dem Engel? Er wird jetzt zerstört. Warum? Weil seine Widerstandskraft und Stärke nicht gleich sind. Ich werde dir einfach fertig gemacht, hier die ganze Zeit hier. Zack. Matthias, ich mach dir da voll den Weg frei. Jetzt greif da doch einfach bitte an. Hau einfach drauf da. Meine Halana. Du kannst das ruhig tun, ich ergebe mich meinem Schicksal. Ich kann dir sowieso nicht machen. Aber Julian ist da vor mir gegangen. Papa für 6 an. Für 6? Was hat er denn hinten? 4. 6, 4? Dann block ich mit dem Wildherzbeschwörer. Ich hab dir gerade den Weg noch mehr heute freigemacht. Jetzt greif ihn bitte einfach an. Jetzt kannst du ihn töten.
Dirty. Kann ich überhaupt noch? Dirty. Der Weg ist Land frei. Aus. Der Magic Multiplayer ist schon für schön, drei. Muss man ja sagen. So die ganze Zeit irgendwie hier, ne? Die ganze Zeit seinen Sohn fertig machen, ne? Als er raus war. Wie viele Länder hast du denn? Wir brauchen ganz, ganz, ganz klar Trader-Sticker. 12? Trader-Sticker? Ja, Trader-Emotes. Emotes. Für Twitch. Mhm. Nächstes Jahr. Nee, jetzt schon. Dann ziehe ich meine Karte. Finde noch ein Land. Papa, das Ganze nicht mehr ernst ist, seitdem Julian tot ist. Ey. Ja, ist alles gut. Ja, ich bin noch, also Hauptsache er steht vor mir. Ich kann da sowieso nichts mehr machen jetzt hier in dem Game. Ich bin noch so ein bisschen dabei. So, ne? Ich bin noch ein bisschen dabei. Ich bin noch ein bisschen dabei. Gucke okay. Ein bisschen, was ihr so macht. Meine einen Kreatur so, ja. Dann gehen wir mal in die Kampfphase über, würde ich mal sagen. Aber das Schlachtfeld wird, wie viele der Kampf wird woanders ausgetragen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kriege ich noch so ein bisschen Kollateralschaden. Für 12, du hast 3, 4, 5, 9, 12, also mindestens dabei. 3 Schaden kriegt der. Mindestens 3. Dann greife ich mit allen Kreaturen an. Jetzt geht's los. Mich? Der kann dich nicht angreifen, also der wird von Micha angreifen. Wie stark ist der? 31 bedrohlich. Jetzt ist es vorbei. Okay, und der ich Rest greift mich oder mein Planeswalker? Dein Planeswalker. Alle meinen Planeswalker? Ja. Das ist eine Marke, weil der. Lass ich durch. Okay. Das hat sich so cool angekostet, denke ich. Das ist mehr. Für 6 Mana. Einen geschuppten Behemoth. 6-7 fluchsicher. Zieh mal die Kekse. Feier. Nein! Es gibt hier keine Kekse. Du isst hier jetzt nicht. Die Kekse sind nicht für dich. Wie in Final Space, ne? Jetzt gibt die Kekse. 2, 4. Noch ein Hamza, Wächter von Arashin. 5-5. Keine Ahnung. Kostet für jede Kreatur, die ich mit Marke, die ich kontrolliere, 1 weniger. Und Kreaturenzauber, die ich wirke, kosten 1 weniger für jede Kreatur mit Marke. 2 Stück. Was? 4 Mana. Dann dein Zug. Nein. Ich hätte gerne ein Massenremoval, obwohl ich weiß, dass ich kein Massenremoval besitze. Ja, das weiß ich auch. Ja. Haben wir die Decks ja schon oft genug für gespielt. Hab ich eins im Deck? Nein, ja, nicht. Oder? Ich kann hier natürlich für ganz viel Mana meine Alana wieder ausspielen. Kann ich hier noch ein Kodexreißer spielen? Artefakt, tappe meinen Spieler meiner Wahl mit eine Karte für 5 und opfern, bringe ich eine Karte aus meinem Friedhof meiner Hand zurück. Was genau kann ihr noch gar nicht gesehen habt? Wahnsinn! Es ist nur eine, aber. Dann gebe ich sie ab. Ne. Obwohl es war. Das eine hat keinen Einsatz. Doch, bei mir. Den hatte ich auch noch nicht so wirklich. Oder hattest du Warum schon mal. Habt ihr alle so viele Rares in euren Farben, ey? Hast du die schon mal gesehen? Die habe ich auch in meinem. Ich weiß nicht. Oder hast du schon mal den Geist der Toten gesehen? Ja, habt ihr die schon gesehen? Hast du die schon gesehen? Junge? Krass. Okay, sollen wir weiterspielen und die. Ja, klar, macht ihr weiter. Ja, okay. Klar. Macht ihr weiter. Ja, warte am Reden, ich will euch ja nicht unterbrechen. Okay. Deswegen. Ignoriere die einfach. Nein, das wäre unhöflich. Ich werde da mal in meinen Angriff übergehen. Ja. Dann ist sie dir doch mal durch. Zack. Ja, die drei kommen mal rum, er kriegt eine Marke, das ist jetzt 4-4 Wach, 4-4 Doppelschlag, er kriegt plus 12 plus 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja gut, dass ich gerade kein Land mehr gespielt habe, ey. Guck ich hier, warte, der greift auch noch mit an, ne? 6. Guck ich hier so und hallo. Ein 0-1er blockt. Spitzenfechter. Klingt sehr nach konzentriert. Dann stürmen hier ein bisschen was weg. Ja. Digga. Und ich kriege noch 8 Schaden. Ach, schon wieder. Wieso kriegst du noch 8 Schaden? War das jetzt richtig? Weil der noch trampelt. Der mit den Ländern, oder? Ja, der mit den Ländern trampelt. Ja, klar. Ja. Danke. War von 29. Danke ich mein Endsegment und ziehe eine Karte für den Monarch. Mhm. Okay, dann ist dein Zug. Cool. Ich
Ich gehe jetzt halt langsam drauf, aber ich gehe drauf. Ah, ich bin auch sorry. Kann ich nicht noch? Du musst gewinnen, junger Jedi. Ja? Du. Achso. Was? Ah. Bin ich übrigens noch auf 31 Lebenspunkte? Ja, okay. Ja. Ja, der. Da ist nicht mehr. Fünf und tappen, opfer ich mal den Codex Eiser, bring mir von der schwarzen Rose auf meine Hand zurück. Spiel den aus. Eins mit Todesberührung. Wenn ihr ins Spiel kommt, werde ich zum Monarchen. Dankeschön. Die hole ich mir wieder. Ich weiß. Für drei geht die Axt einmal an den zwei Zweier. Gehe ich in mein Endsegment, zum eine Karte. Wow. Nice. Da bin ich dran. Dann bist du dran. Das freut mich doch. Ja, ich weiß. Ich ziehe meine Karte. Der zweite Platz reicht mir ganz. So, dann machen wir mal ein bisschen Krawall. Ein bisschen Krawall. Ein bisschen Kaskadieren. Hilfe. Ach so, aha. Kaskade. Das ist Schlange. Was ist die Schlange? Kass. Das sind 6 Mana, das sind 5 Mana, das reicht leider nicht, aber das sollte trotzdem doof für dich werden. Kannst du einfach durchlassen. Ja, kannst du dann auch gerne tun. Kannst du natürlich. Ja, kannst du. Könnte ich eine Verzauberung zerstören, würde ich meine eigene Verzauberung zerstören. Damit der nein, das geht gar nicht, ich habe nur 2 rote Mana-Quellen. Oh. Muss ich doch anders machen. Schick dir erstmal deine Amorphe Axt ins Exil mit zu Staub zurückkehren. Wieso schickst du mir auch die Verzauberung zurück, damit du mich angreifen kannst? Ja. Welche Verzauberung? Die da. Ja, dann nehme ich halt auch so. Die. Yeah! Greif mich damit an und ich lasse es durch. Ja, ich mache aber erst nochmal für 5 Mana. Spiele ich jetzt eine vulkanische Strömung. Kaskade. Füge allen Kreaturen und Planeswalkern, die du kontrollierst, x Schaden zu. Schaden ist gleich die Anzahl an Zaubersprüchen, die ich diese Runde gewirkt habe. Kaskade. die. Wirklich hier drauf. Das ist aus Käfig aussenden, das ist einer meiner besten Removal Spells. Die habe ich das erste Mal in allen 4 Duellen gezogen. Mhm. Verzaubernde Kreatur kann ich angreifen und blocken. Für 2 Mana kann ich die Verzauberung wieder auf die Hand nehmen. Also immer wiederkehrender Removal. Das ist super großartig, das Ding. Ich wirke das auf jeden Fall mal auf meine elfische Visionäre, damit ich es habe. Und die jetzt mit 1-1 egal ist. Und dann kriegen alle deine Kreaturen 3 Schaden. Yeah! Und dann habe ich gewonnen, ne? Ja. Flup, 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 flup. Wie viele Schaden sind das? 4. Lass mich kurz rechnen. Hier sind das 10. Dann sind das. Hier 31, dann sind es 41, dann sind es 47 und dann sind es 52 Schadenspunkte. Ich habe Jenna am heftigsten getötet. Er hat es gemacht. Er hat es gemacht wieder. Siehst du? Ich habe Jenna am heftigsten getötet. Das 31. So, das gleich Spaß hat es gemacht. So. Ja, Matthias gewinnt schon mal, wieder, aber es liegt auch daran, weil wir immer hier noch so ein bisschen an unseren Emotionen arbeiten müssen. Aber es geht ja gar nicht. Es geht uns ja gar nicht. Was habt ihr? Ums Gewinnen in der Runde. Pass auf, Papa als erstes rauszuhauen. Und wir so ein bisschen noch, wir müssen an unserer Zielsetzung noch ein bisschen arbeiten. Fürs Commander-Spiel. Ey, das ist genauso wie beim ersten Stream. Da wurde ich auch als erstes raus. Man merkt halt, dass wir sonst immer Duelle spielen. Also erster Stream, da war das ja auch so, dass ich in der zweiten Runde als erstes rausgeflogen bin und Matthias gewonnen hatte. Ja, aber es ist nicht so wichtig, ob man dann gewinnt. Okay, gut. Ich mache mal die Abmoderation. Ja, mach das mal.
Ja? Ja. Also, ja. Verdienter Sieg, verdienter Sieg. Oh ja, danke, danke. Gutes Spiel, gutes Spiel, war schön. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, auch wenn es nachher ein bisschen lustiger war. Ne? Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann mit den Commander Decks. Dann zocken wir die Commander Decks. Aber jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Und sind raus. Tschüss. Ciao. Tschüss.